Insel. So, ich habe jetzt gerade mal kurz einen Cut reingebankt, weil irgendwie hat es hier gerade richtig Strom gebraucht. Hast du jetzt einen Cut drin oder was? Guck mal, oder läuft das jetzt normal bei dir weiter? Ich habe einen Cut reingebankt. Also ich habe Dings, ich habe jetzt schon wieder, bin schon wieder am Aufnehmen. Und ich habe einen kurzen Cut gesetzt, weil jetzt läuft es komplett ruckelfrei. Das lag an dem 128er Scheiß. Das kann ich auch wieder schön reinkloppen. So, jetzt dürfte alles laufen. So. Ja, ich war unaufmerksam bei dem Creeper. Ein ganz kleines bisschen, aber... Da ist ganz viel Erde in der Truhe. Ich habe doch rangeschafft. Ah. Aber der Server... Oh, was ist denn heute los mit der Technik? Ich kann schon wieder durch den Boden sehen. So, jetzt... Was ist denn heute los bei mir hier? Läuft ja gar nichts. Aber jetzt dürft's wieder... Ah, schön. Huch. Dirt. Schnell mal alles zumachen. Dann hau ich hier mal drei Eingänge rein. Der hier gefällt mir eigentlich voll, der Eingang. Ah! Wie habe ich den denn gebaut? Oh! Verdammter Creeper! Jetzt hier oben ein Riesenloch in meinem Haus. Verdammte Wichsviecher! So! Das können die doch nicht ernst meinen hier. Weißt du, dann sprengen sie fast die ganze Erde weg und dann hat man zu wenig Erde, um es wieder aufzufüllen. Das ist doch mal voll der Bullshit. So. Alles wieder cool bei uns in der Butze. I hate Creeps. War richtig. Ja, nicht nur du, nicht nur du. Da gibt's, Oh, haben wir kein Futter? Und schon nicht. Also ich hab... Du hast ja auch ein paar genommen. Glaube ich. Glaubst du? Ich glaube es zu wissen. Du glaubst zu meinen, dass du es weißt. Ja, genau. So. Ich kann mit dem Holz... mit dem Hausbau noch nicht beginnen. Ich brauche, wie gesagt, erst Kohle. Sonst tut mir echt leid, sonst geht das nicht. Warum brauchst du erst Kohle? Brauchst du Ziegelstein oder was? Nein, ich brauche keine Ziegelsteine, ich brauche Klars. Ganz viel Klars brauche ich. Weil ich will quasi gesehen, hier will ich einen kleinen Glasboden drüber ziehen. Nur mal so nebenbei, warum machst du dir keine Holzkohle? Oh, verdammt. Ja. Ich sag dazu gar nichts, okay. Und es gibt bei Tekkit noch andere Öfen, die nicht mit Kohle angetrieben werden oder brennen. Ja, Electronic Circus. Mhm. Electronic Furnace. Genau. Mein Haus. Wir wollen ja umweltschützend hier vorgehen. Also der Shader, der ist doch extrem hell eigentlich. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Schreibt mal in die Kommentare, ob der Shader euch gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, baller ich ihn wieder raus. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, halt nur etwas hell. Mein Haus in the middle of a street. So, jetzt habe ich hier ein bisschen was erreicht. Mir nur eine Dings oder was? Das Dach. Aus was baue ich das Dach? Dach, was gibt's dann hier so? Ziegelsteine, vielleicht das Gummiholz? Das Dach. Oder das Fichtenholz, das Dach. Das sieht bestimmt auch gut aus. Oder was meinst du, woraus soll ich mein Dach bauen? Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Ich glaube, man kann hier auch sein Haus anstreichen. Das finde ich auch voll cool gemacht. Oh. Oh, cool. Vielleicht mal aus Gummiholz treppen. Der Shader, der ist ein bisschen hell. Also, ich weiß ja nicht. Ich finde auch. Oh, schon viel besser. So, haben wir Essen? Hier sind zwei rohes Rindfleisch. Ja, ich bin gerade im Ofen ein bisschen Kohle am Brennen. Also Charcoal. Ich
nehme mal so ein Stack Gummiholz mit. Wopperwood. Dieses, was man nur zum Bauen verwenden kann. Und schau mir das mal. Ah nee, daraus kann man ja nur Stöcke machen. Das stimmt ja. Da war ja was. Ja, dann das Dach. Das Dach. Dann mache ich das aus Steinziegeln. Aber dafür sollte ich vielleicht erstmal eine Runde in die Mine jetzt gehen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Mal ein bisschen Scheiß zusammenfarmen. Spitzhacke. Mal ein paar Stöcke mitnehmen. So. Na! Hörst du auch so rum? Hörst du auch so rum zu spacken? Oh! Nein, nein! Ein paar Fackel. So nervend, echt. Oh, jetzt habe ich Sandstein gesetzt. Oh, ich mach mal noch einen Ofen, Mann. Wir haben nämlich viel zu wenige. Ich mach mal jetzt 8 Öfen hier, so frech wie ich bin. 8 Stück? So viel Kohle haben wir doch noch nicht mal. Ah, was mache ich denn hier? Na gut, dann belasse ich mal bei 3. 8 ist ein bisschen übertrieben, da gebe ich dir recht. So, ja eben, wir haben keine Kohle. Aber man kann doch bestimmt aus Gummiholz, kann man doch bestimmt sehr, sehr gut als Brennstoff benutzen. So wie ich das nette Zeug kenne. Kann man doch bestimmt. Kann man nicht? Doch, kann man. Kann man. Wir haben guten Brennstoff, dieses Gummiholz, was man nur zum Bauen verwenden kann. Ist ein guter Brennstoff, ne? Vielleicht. Wollte ich so nebenbei erwähnen. So, dann mache ich mir nochmal eine Stone Pickaxe. Leg den Stein mal ab. Und geh mal eine Runde schwimmen und zeig mal den Shader unter Wasser. Sieht auch ziemlich geil aus. Wenn der nicht so hell wäre, das ist die Sonne. Abartig, gell? Ja, der Sand, der ist fast weiß. Ich finde es zwar eigentlich, das sieht ganz schick aus, muss man sagen. Aber, naja. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So schlimm finde ich es jetzt nicht, aber müsst ihr halt da mal in die Kommentare schreiben. Man kann es auf jeden Fall aushalten. So, wie viel Eisen hat er jetzt gekokelt? 6. Brauchst du eine Eisenspitzhacke? Ja, das wäre vielleicht ganz nett, weil ich ein bisschen ich dir mal eine mit. Weil ich gerade hart am Worken bin. Oh, jetzt, ja, jetzt bräuchte ich eine. Ich bring dir dann mal eine mit. Ich komme, ich brauche Arbeit, ganz dringend. L-O-S. Ich glaube, du brauchst auch ein Eisenschwert. Das jetzt nicht unbedingt. Ich hau die alle gar kaputt mit meiner Hand. Naja, wenn du meinst. Wenn nein, du meinst. Quatsch, gib mir ein Schwert. Gib jetzt. Ich brauche ein Schwert. Oh. Da oben rechts noch Eisen drin, falls du brauchst. Ich hau da mal in die Mine ab. Hast du mir jetzt eigentlich ein Dings gegeben? Nö. Du hast mir gar keine Eisenspitzhacke gegeben. Der Shader ist unter der Erde. Das ist doch mal richtig scheiße. Ja, darum, das meine ich ja. Den mache ich raus. Das hat so keinen Zweck. Ich habe keinen mehr drin. Oh, ich mach mal den Ruder. Oh, ich sehe gar nichts mehr, Alter. Ah, das ist, ja, der raus, ist extrem. Raus mit den Shaders. Das hat gar keinen Zweck. Das hat gar keinen Zweck mehr gehabt, wenn du mich fragst. So. Wir sind auf der Höhe 11. Ui, hier hast du wohl Lava entdeckt. Es gibt ja auch Pumpen und sowas. Ja. Da bin ich informiert. Aber die, wie gesagt, da werde ich mir ein Portal in die Hölle machen und mir dann da Lava ziehen. Ja, das geht nämlich auch. Oh, ja. In der Hölle gibt es dann auch neue Sachen, oder? Nö, eigentlich nicht wirklich viel. Okay. Ah,
Ich muss erstmal wieder hoch. Hier unten, das hat keinen Zweck. Aber ich habe die Shaders jetzt auch raus. Das hat keinen Zweck gehabt. Das macht ja so keinen Spaß. Braucht man nicht unbedingt, ne? Nö, nicht wirklich. Hauptsache mal gezeigt. Jetzt wird's eh Nacht. Ich klopp mir mal ein paar Kohle raus, um mir die nötigen Fackeln zu machen. Willst du vielleicht pennen kommen? Einen Moment, ich muss gerade noch was machen. Das ist auf jeden Fall hoch genug. So, ja, ich komme gerade hoch. Einen Moment, da. Ich habe nur 28 Frames, normal habe ich 60. Ja, also meine sind konstant. Wie gesagt, ich komme. Ich mache die kompletten, ich mache die Mod-Jar neu. Ich mache alles raus, ich mache Optifine raus, ich mache die Shaders raus. Und wir machen jetzt mal einen Cut, denn wir sind bei 20 Minuten. Jo. Alles klar, dann wenn euch das Video gefällt, lasst doch einfach nochmal eine positive Bewertung da. Tut uns bitte so hart verbreiten, dass wir 5 Trillionen Abonnenten bekommen. Nein, natürlich nicht. 4 Trillionen reichen auch. 4 Trillionen, genau, 12. So. Dann würde ich sagen, haut rein, macht gut und einen schönen Tag noch. Ciao. Ja. Tja, so, ich direkt, bin noch da. Direkt weitermachen? Na klar, was? Okay, dann zähle ich runter und dann geht's los. Du also. Weißt, ich nehme schon auf. Ah, du nimmst schon auf? Ja, ja. Ah, cool, ich alles dachte, klar. Weil du hast doch gesagt, du nimmst in einem auf. Deswegen habe ich meinen Cut eben schon früher gesetzt gehabt. Ah, ja, nimm zur Zeit noch in einem auf. Gut, alles klar, dann machen wir direkt mal weiter. Also ich bin schon am Weitermachen. Ah, cool. Dann machen wir einfach ohne Ansage weiter. Das ist auch ganz cool. Ja, brauchen wir ja nicht. Das ist ja eh alles nur rausgezogen, ne? Ja, eigentlich schon. Ich krieg gerade Hunger. Ich krieg Hunger! Ich brauch Rottenfleisch. Boah, hier dann schön Eisenkohle, alles dabei. Wie, du hast Kohle gefunden? Eisenkohle, alles. Wieso machst du das? Ich kann's halt. Ich habe so eine kleine Spürnase, wenn es um sowas geht. Wo ist denn jetzt meine Kohle hin, die ich gemacht habe? Da. Huch. So, dann Sand brenne. Ne, das Sandstone muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich fahre mir jetzt erstmal schön. Ah, sehr gut. Und dann überlege ich, aus welchem Zeug ich mein Haus bauen will. Also meins wird auf jeden Fall richtig episch. Wo ist denn der Sandstein? Na, meins wird jetzt nicht so epic, aber eher. Es wird ein kleiner, aber fein. Also klein wird es jetzt auch nicht. Aber wird fein. Also keine Hartz-IV-Bude, so will ich sagen. Die Hartz-IV-Butze. Genau, so eine so. Wird's nicht. So, hier ist dann direkt immer Wasser, oder was? Oh ja, da ist Wasser. Ich hole jetzt Eisen. Ich habe schon relativ viel. Naja, 14, das ist jetzt nicht so die Welt, aber... Ich muss noch ein bisschen tiefer, merke ich gerade. Und bei mir ruckelt so ein ganz bisschen, hab ich im Gefühl. Das ist ein Creep. Oh. Oh, Leute. Wenn ich es euch sag, das ist... Huch. So, geh weg, Wasser. Bitte. Tu mir einfach den Gefallen. Geh weg. Das ist alles gar nicht mal so einfach, wie ich das hier vorhab, weil... Ja, ich wollte ja eigentlich hinterab, da ist jetzt ein Skelett und ein Creeper. Ja. Das kann, und die hängen hinten so im Wasser fest, das Skelett lässt mich nicht vor. So, vor allen Dingen... Und vom Creeper brauchen wir ja gar nicht erst zu sprechen, der ist ja noch schlimmer. Der zerhaut einen ja eher noch mehr. Naja. So eine Glasbude zu bauen ist gar nicht mal so einfach unter Wasser. Man soll's echt nicht glauben, aber einfach ist das bestimmt nicht. Boah, ich mache jetzt hier YOLO. Wieso machst du das? Bam, Creeper auch tot. Perfekt.
Oh, hier geht's ja echt rund. Das war jetzt ironisch gemeint, hier ist nämlich überhaupt nichts gerade. Ah, doch, hier, Kohle, na, passt. Oh, Sand, kannst du mal bitte aufhören, die Menschheit zu nerven, das wäre voll nett. Und ich wollte dir doch irgendwie noch die Eisenspitzhacke geben. Ich habe mir eine gemacht. Achso, dann habe ich jetzt zwei. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich will jetzt langsam mal Saphire finden. Ach, die wurden ja noch gar nicht generiert, stimmt ja, wir müssen mal weiter weg. Weil wir am Anfang auf der Vanilla gezockt haben. Na! Für mich ist aufregt! Die machen nur Probleme! Wer? Die Wasser. Die Wasser. Total bescheuert, So, Klaas. Oh, Alter, 30 Frames. Was ist denn bei mir los, ey? Schön schnell. 120. Boah, hab ich tief gebuddelt. Ui. So. Was mache ich denn jetzt? Ach, da ist noch Eisen. Na. Also die erste Folge eben, die war eher so ein bisschen durcheinander, würde ich mal sagen. Ein bisschen. Ungeregelt, würde ich jetzt dazu sagen. Ich will auf jeden Fall Raumhöhe 4 haben. Definitiv. Mindestens. So, dann mache ich nämlich einmal so. Ja, Saphire wird man hier noch nicht finden in der Nähe, glaube ich, weil ja schon alles generiert wurde in der Vanilla. Na, ich sag nur Rubberwood. Ja, ist ein bisschen weit weg gewesen, ne? Bisschen. Aber die finden wir bestimmt auch noch, die Saphirs. Hier, ich hab Pilze gefunden. Willst du eine Pilzsuppe? Ist ja jetzt nichts Ungesundes. Nein! Naja. Nein! Drowned. Oh, ich hab einen Dungeon, ich hab einen Dungeon gefunden. Ein Dungeon. Zwei Zombies, komm, die mache ich aber hier noch. Bam. Ich bin ertrunken. Was haben die denn getroppt? Die haben Minium-Scherbe. Minium-Scherbe. Ja, aus der Minium-Scherbe kannst du hingehen und im späteren dann. Zum Beispiel, wenn du irgendwas Wichtiges brauchst. Zum Beispiel ein Diamant oder so, sage ich jetzt einfach mal. Dann gehst du hin und machst mit der Minion-Scherbe, brauchst du 9 Stück. Ja. Und kannst dir dann daraus ein Minion-Shard machen. Ja. Ein Minion-Stein. Und den Stein hältst du dann einfach auf dieses Ornament und dann wird das automatisch nochmal ein. Cool. Hier, bei diesem, der Spawner hier, also der Dungeon-Spawner, was weiß ich, der ist hier direkt unter der Klippe, wo ich bin. Und da kann man locker wieder hinfinden, also... Und da könnte man eigentlich mal eine Mob-Trap draus bauen. Also so eine kleine Monsterfalle, XP-Farben. Wäre nicht schlecht. Scheiße, ich habe mich verbaut. Ja, ich glaube, ich baue daraus dann mal eine XP-Farm irgendwann. Und ich hab ein Enchantment-Book Stärke 3 gefunden. Ja. Und Eisen habe ich auch gefunden wieder. Ist mein Glas schon wieder da? Baust du ein Haus unter Wasser oder was? Ich will... Du willst? Gerade das Wort verlieren. Einen Moment, ich bin ein bisschen am Krabbeln. Am Krabbeln. Ah. Nein, ich habe gewusst, dass ich mich verklicke. So, das war's. Oh. Wasser, bitte geh weg. Danke. So, ich habe ein bisschen Kohle und Eisen rangeschafft, aber mehr habe ich auch nicht gefunden. Wie viel Kohle hast du denn? Ach, gleich ein Stack. Ist jetzt nicht so... Nee, das ist nicht wirklich atemberaubend viel. Aber wir können dieses komische Gummiholz da, was man eh nicht braucht, kann man als Brennstoff verwenden. Das brennt ganz gut. So. Boah. So, dann kommt man hier runter, hat dann erstmal hier so einen kleinen Grafik-Fail.
So, jetzt nicht mehr. Boah, ist das hoch. So. So ein bisschen Gravel nehmen wir auch gerade mit, dann können wir unsere Häuser verbinden mit einem schönen Kiesweg. Gravel. So, dann fangen wir doch mal ein bisschen an, den Boden einzuzieren. Also erstmal brauche ich Holz für den Rand. Ach! Auf abzustürzen. Eine Axt hast du nicht zufälligerweise dabei. Doch. Oder ist hier nicht nur eine in der Kiste? Ich habe einen dabei. Sogar zwei. Für was auch immer ich zwei Äxte mit in die Mine nehme. Ja, ist bestimmt. Wo bist du denn eigentlich? In der Klippe, die wir doch mal gefunden hatten. Ah, du bist ganz da hinten. Ja klar. Krass. Da gibt's gutes Zeug. Ich habe hier gerade eine Kohleader, eine riesige Kohleader gefunden. Ich habe jetzt schon über 30 Kohle aus der einen Ader raus. Ja. Ja. Richtig geil. Das ist richtig episch. So. Ja, ja, alles episch. Alles, was irgendwie, was einen irgendwie erfreut, ist sofort episch. Ja. Das ist wichtig. Sonst, man braucht unbedingt Glücksgefühle. Man braucht sie. Ganz wichtig. Wenn man die nicht hat, dann kann man sich auch direkt weghängen. Ach, wollt mir nicht noch über ein paar Themen reden? Ach so, ja, Stuhlgang. Das ist mir so gerade eingefallen. Ja, Stuhlgang ist jetzt, glaube ich, nicht gerade das richtige Thema, aber Hauptsache mal irgendwas angeschnitten. Nein, WM. Die WM, ja, genau. Die WM ist zurzeit ein riesengroßer Hype, um ehrlich zu sein. Und, aber ich halt von dem... Ich meine, ich habe nichts gegen Fußball, absolut nicht. Ich bin nur kein Fan davon, weil zurzeit die WM, wo ausgetragen wird, von Fußball, erstmal, warum ich überhaupt Fußball nicht so mag, ist schlicht und einfach kurz gesagt, sie sind mir einfach zu überzahlt, die Menschen. Ich meine, 10 Millionen für einen Fußballspieler, nur damit er ein paar Mal die Woche rumrennt. Und, wenn es hochkommt, 3-4 Tore schießt. Ja. Finde ich halt ein bisschen überteuert. Ja, so. Ich teile die Meinung schon, aber naja, man muss auch sagen, Fußball ist jetzt auch nichts Schlechtes. Also es gibt Leute, die leben halt den Sport, ne? Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würde jeder direkt Fußballer werden in der Nationalmannschaft. Das wäre ja irgendwie auch so übertrieben. Also die können ja ruhig Geld verdienen, aber vielleicht ein bisschen was davon abgeben. So sehe ich das. Das wär, weil es gibt, wie gesagt, andere Sportarten, wo weitaus weniger sind und wo meiner Meinung nach weitaus mehr Respekt für Dings bekommen, von meiner Seite aus. Weil, das ist halt weitaus anstrengend. Zum Beispiel, es hört sich jetzt echt krass an, aber Boxen, ja? Die hauen sich richtig die Fresse kaputt und was kriegen sie? Die kriegen, wenn es hochkommt, 1 Million. Das ist jetzt aber auch besser als nichts, ne? Also ist jetzt auch nicht wenig, ne? Ja, klar, aber die tun sich die Fresse verboxen. Und zwar extremst. Naja, da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Und so eine Gesichts-OP ist nicht günstig. So, komm, wir legen uns hin. Ja, ich habe hier gerade irgendwelche Bugs. So, hier sind das Eisen drauf. Eisen? Liegst du im Bett? Jetzt liegt er im Bett. Ich liege im Bett. Oh ja. So, da, stirb Skelett, stirb. Irgendwo verreckt er. Ich hätte gerne so ein Arme Skelett, was machst du denn mit dem? Ich gar nichts. Ich würde nie was mit einem Skelett machen. Sandstone, Sand, direkt Sand vor allen Dingen. Oh, ich will jetzt irgendwas beim Haus weiterbauen. Jetzt reicht's mir aber. So, einen Ofen befeuern und da kommt jetzt hier. Boah, was heute mit mir los ist, das, ich weiß einfach nicht. Oh, ich hab total ungeregelt. Wow, pass auf, wenn du rausgehst, da ist direkt ein Creeper am Start. Ich lock den mal weg. Nein. Lock ihn weg, nicht zu meinem Haus. Zu deinem Eingang.
So, jetzt ist er schon mal im Wasser, das ist gut. Jetzt noch hier hin. Komm her. Komm noch ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter. Das Problem ist, wir müssen irgendwann mal ein Stück weggehen und dann runter in eine Mine, weil hier finden wir nichts, was wir brauchen. Also nur Vanilla-Sachen. Oder wir können ja die erste Maschine jetzt schon mal für Hexit bauen. Vielleicht so ein paar Öfen. Ja, dafür brauchst du ja erstmal irgendeine Antriebskraft. Genau. Und dazu kommen wir jetzt. Es gibt nämlich... Warte, ich such das Ding gerade mal. Jetzt sag bitte nicht Wasser. Nein, nein, nein. Wasserkraftwerk werden wir sicherlich später nochmal bauen, aber das meine ich jetzt nicht. Hier ist dieser... Wo ist er denn jetzt? Es gibt so viele Sachen hier. Hier. So, nee. Nee, nee. Warte mal. Mach die Kabel hier werden wir brauchen. Es gab so eine Batterie gab's. Ja, und die Batterie kriegst du aber auch nur durch Strom angetrieben. Und Strom kriegst du durch Solar, Wasser oder sonst irgendwas. Nee, aber es gab irgend so ein... Es gab so ein Teil, was unendlich Strom produziert hat. Und gar keinen Antrieb brauchte. Warte mal. Egal, dazu müssen wir erstmal ein Zeugs farmen. Oh gut. Diese Zahnräder werden wir auch noch brauchen. Oh, du hast Rubberwood. Rubberwood. Toll, Rubberwood, die überhaupt keine Dings haben. Keine, Naja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Jo, das werde ich mal abbauen. Hier, das ist alles Rubberwood, ne? Ja, wie gesagt, die Saplings sind sehr wichtig. Die musst du unbedingt einsammeln, wenn es welche gibt. Ja, wir setzen die doch direkt wieder nach gleich, würde ich sagen. So, ich habe jetzt 2 Stück leider nur. Ich habe 7. Ja, dann setz die mal genau da wieder nach, würde ich sagen. Schön nachsetzen, ne? Ja, klar. Wir wollen ja ausreichend haben. So, also ich habe jetzt ein bisschen Oakwood gefarmt. So, das wird jetzt auch erstmal reichen. Schnell noch einen Apfel reinziehen. 2, 1, 2. Ich werde jetzt erstmal mein scheiß Haus hier fertigstellen, auf was ich gar keinen Bock habe. Aber muss sein, ne? Ja, ich denke mal auch. Ist auf jeden Fall relativ wichtig. Weil ich bin jetzt auch gerade dran. Ich habe aber eine Idee. Ja. Und das ist keine schlechte Idee für das Haus. Ich hoffe, dass das synchron ist. Ansonsten muss ich gleich schon mal nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hätte jetzt echt eine gute Idee eigentlich. Die versuche ich jetzt mal umzusetzen. So, wir haben jetzt hier ein. Band, eins, zwei, drei, vier, fünf, Band. Haben wir hier 2. So. So. Ich ziehe hier den ersten Balken. Das sieht schon mal scheiße aus, aber egal. Das bügel ich schon noch aus, keine Sorge. So, dann haben wir hier wieder ein. Und hier wieder 2. Ich bin am überlegen, ob das gut aussehen wird. Ist halt ein bisschen höher dann das Dach. Sieht so ein ganz bisschen scheiße aus, aber auch egal. Allein nur wie viel Glas ich hierfür brauchen werde. Oh mein Gott. Wobei, so schlimm sieht das, will das Dach gar nicht aussehen. Ja doch, das würde glaube ich ganz gut aussehen, aber... Ach egal, ich mach's jetzt einfach so. Es geht ja eh nicht nur ums Aussehen. Auch innere Werte des Hauses zählen. Sicher? Ein Haus hat auch innere Werte.
Da bin ich mir sicher. Entschuldigung, das war gerade ein leichter Ausraster von meinem Kopf. Los! Bau ab! Oh, bau doch noch langsamer ab. Wobei, nee, das sieht scheiße aus. Da muss ich was ändern. Nein! Verdammt! So Meme an mich selbst. Nie wieder mit einer Steinspitzhacke Sachen abbauen. Hui! So. So, jetzt sieht's gut aus. Jo, das gefällt mir schon besser. Alter. Da ist ein Creep. Den werde ich mal ganz freundlich jetzt. Alter! Was ein scheiß Schwuchtel-Creeper, ohne Witz. Normal ist ein Creeper nach 3 Schlägen mit dem Eisenschwert tot. Was frisst der? 4. Nein, und mein Eingang frisst er. Den frisst er auch. Ja. Ja, weißt du, normal nach 3 Schlägen ist so ein Schwuchtel-Creeper tot. Du hast meine Boote zerstört. Nein, Quatsch, ist ja nicht schlimm. Ja, aber trotzdem, normal ist ein Creeper viel schneller tot. Da frisst er mehr als 3 Schläge, das ist doch unlogisch. Also normal müsste ich den dafür ohrfeigen. Hast du doch. Ja, den habe ich. Nee, der ist ja hochgegangen. Er hat sich selbst geohrfeigt. Ich hätte es gern gemacht. Super, jetzt habe ich viel zu wenig Sand. Weil er ja auch den Scheiß dann wegsprengt und nicht alles wieder droppt dann. Oh. Oh. Hä? Oh, ach, drüber gesprungen, verdammt. Nein. So. Okay. Kann schon mal ein bisschen rüber brennen gehen. Huch. Jetzt. Oh, nimm's auf, so. Hol ich Sand. Um deinen komischen Eingang da erstmal wieder aufzufüllen. Ja, genau. Das ist wichtig. Wie viel Sand habe ich denn jetzt? 24, das dürfte reichen. So, alle Leute dürfen mich ruhig verschlagen, ob das Wand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ist richtig. Eck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bezweifle ja echt, ob hier die 24 Sand reichen werden. 24? Nein, die reichen definitiv nicht. Du kannst aber auch mit Sandstein arbeiten, wenn du das möchtest. Nee. Nee. Also die 29 Sand werden auch nicht reichen, definitiv nicht. Ah, Sand. Ist ja nicht so, als wenn die Kiste gerade ein ganz kleines bisschen überfüllt wäre von uns. Ja. Ich habe eh dann bald mein eigenes Lager. Was? Dein eigenes Lager? Ja. Meine Privatsachen. Ich habe mein privates Lager. So. So meinte ich das. Aua! Weil du weißt, bisschen Privatsphäre muss sein, selbst in Minecraft. Nein. Was? Wird alles geteilt. Und das, was dir gehört, gehört mir. Du engst mich ein, ciao. Ups. Ah, wir müssen pennen gehen. Uns
zwar schnell, fliege. Bevor wieder die Creeps spawnen. Wow. Ja, ich fliege schon. Ich fliege doch auch. Was wollte ich jetzt machen? Guck, durch dieses Schlafen bin ich immer so vergesslich. Hast du es eigentlich schon mal gehabt? Hört sich jetzt ziemlich hohl an, aber wenn du knacken gehst, ja? Ja. Hast du schon mal versucht, dir deine Schlafposition zu merken und dann, wie du am nächsten Morgen aufwachst? Also du gehst ins Bett, ja? Sagst jetzt mal, du legst dich jetzt auf die rechte Seite und schläfst. Und sagst dir dann noch, bevor du schlafen tust, so, ich bin jetzt auf der rechten Seite eingeschlafen. Versuch dir das mal bis zum nächsten Tag zu merken. Okay. Also ich vergesse es immer wieder, wie ich eingeschlafen bin. Vor allen Dingen, ich denke dann auch nie dran, am nächsten Morgen mal hinzugehen und sagen, warum bin ich jetzt auf einmal auf der linken Seite wach geworden? Ich check gerade nicht mehr, wie der Eingang aussah. Der war viel breit, oder? So, oder? Ja, genau. So war nee, drei. Drei breit. Geht auch viel breit? Da musst du aber alles vier breit runterziehen. Oh, nee, da mache ich drei breit. Nee, da mache ich wirklich nur drei breit. Ich brauch Kohle. Ich brauch Kohle. Erstmal brauche ich Sand. Ich verballer jetzt erstmal das restliche Glas, wo ich hier im Inventar habe. Viel wird das nicht mehr sein. So, jetzt hast du wieder deinen Eingang hier. Und ich gucke jetzt erstmal, ob ich meinen Ziegelstein jetzt machen kann. Ist es normal, dass wenn man Gummiholz brennt, dass es zu Tropenholz wird? Ich hab dieses Rubberwood, also das, was man gebrauchen kann, habe ich gerade gebrannt. Warum machst du das? Da kam Tropenholz raus. What the fuck? Jetzt mal ohne Scheiß. Da kommen auch Tropenholzbretter raus. Soll man das brennen oder was soll man damit machen? Was, aus Rubberwood? Ja. Da kannst du eigentlich nur hingehen und oh fuck. Ich meine das, was wir hier neben dem Haus angepflanzt haben, das Gute. Daraus kannst du nur Dings machen. Das kannst du in einem. Wie heißt denn die Maschine nochmal? Und was bringen diese gelben Sticky Raisin? Also wenn du die in den Ofen machst, kriegst du Rubber. Ah, okay, ich dachte, man muss das Holz dann in den Ofen. Nein, das Sticky Raisin, du musst ja ein Tree Tap bauen. Ein Tree Tap, um eben das alles abzuzapfen. Wie das geht, ist ganz einfach. Oder du hast ja auf Deutsch, ne? Ja. Da musst du auf Zapfhahn eingeben, so viel ich weiß. Huch, ich habe gerade EP eingesammelt. Und schon wieder. Ja, ich war hier zugange. So, pass auf. Also, ein Tree Tap war, glaube ich, so. Ne, so. Hä? Ich hab's vergessen. Einfach mal eingeben. Huch. Tree Tap, da. Lup. Ah ja, genau. So, ich baue. Ich baue gerade zwei Stück. Ich muss jetzt mein bescheidenes Dach bauen. Da guck. Hast du eins gemacht? Danke. Und wenn du dann eben diese gelben Punkte siehst, da hältst du dann so lange mit dem rechten Mausklick drauf, bis es dann soweit fertig ist. Und aus dem Holz kannst du später auch eine Maschine bauen, wo du dann das Holz reinwirfst und das macht dann auch Rubberwood. Cool. Ja. Sehr cool. Jetzt brauche ich erstmal. Oh, Creeper, weg, weg! Ich hab nichts zu essen. Bäh. Oh, jetzt läuft mir der Creeper hinterher, ne? Das geht mir so auf den Nerv schon. Kann ich mir vorstellen. Nee, doch nicht, es ist an deinem Haus. Ist er in meinem Haus? An deinem Haus, hinten an der Wand. Ah ne, doch nicht. Jetzt ist er in einer Spalte. Na gut. Da soll er auch ruhig bleiben, ne? Ja, ich denke schon. Ich laufe hier einfach nur sinnlos rum. Ich
baue jetzt hier gerade mein Haus. Wie lange nehmen wir schon auf? 49 Minuten jetzt insgesamt. Na, okay. Die Musik im Hintergrund ist richtig geil. Ich hab die nicht, ich hab eine Playlist an. Ich hab auch eins, ein bestimmtes, ne? Alter, wie zugewuchert das ist. Ich hab hier eine Workbench in der Ecke. Wollen wir einfach im Pokémon Center wohnen? Ja, mach ich auch. Kannst wohnen, wo du willst. Ich guck mal nach einer Liste von Befehlen. Bann. Bann IP, Band is clear, debug. Ich leg mein Bett hier hinter den, wo die Heildinger sind. Die Heal Stations. Ey, mach mal Nacht bitte, damit wir schlafen können. Freeze, Game Mode, Game Rule, Difficulty, Effekt Spieler, Enchant Spieler. Mhm. Ich schlaf im Keller, ne? Ja, ich schlaf hier oben. Give, Help, Kick, Kill, List, Me. Alter, wie sie einfach meinen Eingang benutzen, ne? Ja. Es gibt 7 Seiten, ich guck kurz, ob es irgendwie geht mit Spawn. Poke Battle, wie geil. Mach mal T/ Timeset oder sowas. Scheiß drauf. Ja, dann ist es Nacht, da können wir schlafen, da haben wir unser Spawn gesettet. Hm, stimmt. Wird sowieso gleich wieder dunkel, sehe ich gerade. Alter, ein Kürbis gefunden, aber der hängt an dem Baum. Fuck, das ging gar nicht richtig. Bei dem befindet sicherlich nicht. Ah, da stand slash say und dann seed. Ihr seid alle gay, das geht nicht. Wenn wir die Koordinaten wüssten, dann könnte ich den Spawnpoint festlegen, warte. Komm doch nach, ja, aber das ist, aber das ist nur der Spawnpunkt von dir. Mhm. Ja, ich kann aber auch Spawnpoint Spieler machen. Warte. Einfach so, das ist nein, nein, warte mal. Hat sich doch gelohnt, mich mit reinzunehmen in die Aufnahme, ne? So, ich spawn jetzt hier. Ihr spawnt jetzt auch gleich hier. Wie, du teleportierst uns so gesagt? Nö. Ach übrigens, ihr könnt Pokébälle, Meisterbälle und so weiter am Boden finden, ne? So, bring... Warte, ich guck mal kurz, ob es klappt. Ich teste es an dir aus, Seo. Ja, wie willst du das machen? Hä? Ah, es hat geklappt. Spawnpoint ist gesetzt, jetzt muss ich noch für Tyrell setzen. So, wir spawnen jetzt alle hier im Pokémon Center. Ich muss jetzt irgendwie schauen, ich will mir aber schon ein eigenes Häuschen bauen, so ein kleines wegen. Oh, hier ist ein Bergbiom, perfekt. Alter, was ist das für ein Pokémon? Beldum. Kannst du mal schnell meinen Spawnpoint setzen? Hab ich. Ja, gleich. Bring dich um. Dein Spawnpoint ist gesetzt. Oh, hier ist ein Bergbiom. Ist voll geil. Spitki kann mich mal, Alter. Alter, das ist ein Mini-Mascholo. Hier ist ein Trainer. So, ich guck mich jetzt mal um, was hier so gibt. Okay, dass ich denn da hinten spawne. Mhm. Ich bin ganz sicher. Weil beim ich habe mich ja selbst umgebracht und da hat es geklappt. Lord. Hier ist ein Aprikoko, hoffentlich kann ich den abbauen. Surfer crash nicht, Surfer crash nicht. Ja, es wird wohl eher sein, dass ja, es ging mit den Aprikokos, perfekt. Ich habe weißen Aprikoko. Ja, ich sagte doch, nimm die alte Version. Bei der 3.1 ging es ja nicht. Boah, Alter, hier ist ja einfach. Wenn ihr auf mich hört, dann funktioniert mal was. Es ist wie bei Custom Zombies. Also wenn du jetzt zurück nach Hause willst, dann machst du einfach T/kill. Fertig. Weil mach da. Ah nee, das geht bei euch gar nicht. Scheiße. Welcher Server-Admin bin. Egal, ich bringe euch dann um. Ich trinke gerade. Mach perfekt.
Du. Ja. Wollen wir jetzt hier im Dschungel bleiben oder wollen wir noch ein anderes Pokémon Center? Ich bin ganz woanders gespawnt. Ich bin ganz woanders gespawnt. Ich hab deinen Spawnpoint aber hier gesetzt. Hä? Ganz woanders. Ich hab deinen Spawnpoint hier. Ich hab doch gesagt, du hättest einfach nur nachts machen sollen. Wir hätten alle schaffen gehen sollen. Wäre auch nicht so da. Ich verstehe, ich höre euch nicht mehr, ne? Ja, ich höre dich. Was? Ah, jetzt höre ich euch wieder. Ja, aber irgendwie das mit dem Spawn verstehe ich nicht so, jetzt nochmal. Welchen Pokémon ist das? Neben mir. Bis er geheilt wird. Hier ist ein Pokéball. So, ich hab dich... Bring dich nochmal um, mal gucken, ob es jetzt mit dem Spawnpoint geklappt hat. Hab den jetzt nochmal gesetzt. Habt ihr es gerade gehört? Was denn? Was? Boah, ich bin dafür, wir gehen eigentlich aus dem Dschungel raus, weil hier kann man kaum Aprikokos anpflanzen. Ach, das war ein Ibitak. Hallo Ibitak. Ja komm, wollen wir jetzt hier bleiben oder nicht? Also ich gehe schon die ganze Zeit rum eigentlich. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich gehe jetzt ein bisschen pumpen. Ich bin aus dem Server schon längst geflogen. Ich muss wieder rein. Warum? Joine gerade wieder. Ich gehe jetzt ein bisschen trainieren. Und such mal, vielleicht finde ich ja irgendwo noch ein anderes Pokémon Center. Was ein bisschen freier ist. Ich finde, der Dschungel ist schon geil, aber da kann man kaum was anpflanzen. Und sich kaum Haus bauen. Klink. Klonk. Nee, Klang. Lol. Das sind so Zahnräder. Ey, wird's gerade dunkel? Ja. Dann lege ich mich einfach hin und dann stehe ich wieder auf, dann habe ich meinen Spawn gesettet. Vulpix, Level 12. Mann, der greift mich einfach an, dieser Penner. Wie soll ich denn gegen Level 12er machen? Ein 10er schaffe ich auch noch nicht. Ein Kleinstein? Ah, ich mach Carpador fertig. Auf welchem Level erlernen die Tackle? 15. Ah, perfekt. Ich wurde gerade von dem Carpador fertig gemacht. Einfach nur, weil ich nicht fliehen konnte. Ich wollte jetzt einfach weg, ne? Aber die verlieren auch übel wenig. Es wird ein bisschen dauern, bis ich ihn tot hab. Aber die geben eh kaum EPs. Die geben haufenweise EPs. Von echt einem jetzt? Bis zu zwei Level ab. Level 10er auch? Ja. Auch bei Level 7er. Ich hab mir jetzt aus dem Wasser rausgetrieben. Kann ich machen, ey. Also wir haben es so gemacht, einer nimmt Pflanze, einer nimmt Wasser, einer nimmt Feuer. Und ich habe mich für Wasser entschieden. Das für Pflanze. Bam. Ich auch für Pflanze. Seid ihr beide Pflanze? Ja. Ernsthaft? Wasser, der nimmt Feuer. Egal. Dann habe ich gelogen, sorry Leute. Da könnt ihr euch bei den beiden... Was passiert eigentlich, wenn ich aufstehe? Ist mein Spawn dann gesettet? Ja. Nice. Und wen gehört dieses Pokémon hier? Welches? Hier, da ist jetzt im Automaten und das dreht sich die ganze Zeit, warum auch immer. Wie ich einfach mal Carpador missbrauche. Meins ist es nicht, ich habe meins geheilt, aber ich hab's wieder hier. Was ist das für ein Vieh? Das ist so ein komisches Steinvieh mit so Kristallen. Oder Boldor. Obiris oder wie das auch heißt. Boldor stand da. Diamantenaugen? Juwelenaugen? Ja, ich glaube schon, warte. Oh, jetzt kommen die, nee. Jetzt kommen die Geist-Pokémon. Jetzt kommen die Geist-Pokémon, ich sehe schon kommen. Hier ist die Workbench, hier waren wir schon mal. Hier sind wir losgefahren mit dem Boot. Lol. Bist du übers Meer gefahren? Nein, ich laufe hier gerade übers Land, ich suche Carpador und so. Ah, ich auch. Die einzige, die man ankommt am Anfang. Aber ich fange mir dann erstmal kein Wasser-Pokémon, weil ich habe ja eins. Ich habe einen Sonderbonbon gefunden am Boden. Ein Sonderbonbon, wie geil. Ja. Soll ich mal einsetzen hier? Kann man eigentlich Items... Hier ist ein Ratzfatz, einfach, aber der ist Level 15, nein, das wird nix. Du kannst nur mit Rechtsklick aufnehmen. Aber steht da so ein Text, dass du das Gesundheit. Nö. Ich wurde herausgefordert von einem Golett, Alter. Arsch. Welches Level seid ihr? In 6.
Ich bin Level 7. Ich bin, ja. Ich bin wieder tot, Alter. Ich greife immer hier. Hier ist eine Schlucht, Mann. Wie soll ich eigentlich mal spawnen? Ich bin vom vorn aus nach hinten gegangen. Also ich meine vom der Poké-Center aus bin ich rückwärts gegangen. Nach hinten. Was ist das für ein Vieh? Das ist Lava. Klieger. Ah, oh Mann, der ist Level 10. Den schaffe ich nicht. Hier ist Lava, aber ich sehe keinen ZZZ hinter. Hier ist noch ein hier ist ein riesen Relaxo, Alter. Das fange ich mir aber nicht. Oh, ich habe jetzt schon einen grünen Aprikoko. Ich hole ein paar Apri. Ein Relaxo Level 48 greift mich an. Nervt doch nicht, Mann. Da hast du keine Chance. Boah, nee, jetzt hat er mich getötet, Alter. Jetzt kann ich nicht mehr trainieren. Hast du überhaupt schon einmal gekämpft? Ja, ich bin Level 7. Konnte noch gar nicht kämpfen. Ich werde immer von irgendwelchen wilden Viechern angegriffen, ne? Oh, endlich mehr. Wollen wir irgendwie ein anderes Pokémon Center suchen? Ich bin schon dabei. Ich auch. Ich bin vom Pokémon Center nach hinten gegangen. Mach ich gerade. Ich will halt auf dem Weg noch trainieren und das geht nicht, wenn mich so ein scheiß Relaxo einfach mal um. Hier sind überall Kürbisse. So ein Low-Killer. Ja, ne farbvoller Relaxus, Alter. Oh Gott, like. Holt ihr euch eins als Teammitglied? Ein Kappador? Nein, Relaxo. Kennt ihr Ponyard, das Pokémon? Nee. Wir kämpfen gerade. Ja, zwei. Klar. Wie sieht es aus? Ich einmal auf dem scheiß Carpador und dann kann ich dich angreifen, wenn mein Pokémon K.O. ist. Komm, der ist Level 9. Ich kann schon Water Gun. Geil. Da könnte ich mich an Kleinsteins vergreifen. Ja, aber denk daran. Bam, ich mach diesen Lady... Wichser hier fertig, Ladybar. Ey, bei dir sind Carpadors, bei mir ist gar nicht. Ich kämpf schon gegen andere Pokémon, ich kämpf schon gegen Level 9er. Ich bin schon Level 9 jetzt. Was ist das für ein Pokémon? Ich vergreif mich jetzt an Kleinsteins. Ist bei euch auch... Level 8er, Alter. Ist es bei euch auch Deutsch? Ich meine Englisch. Ja. Ja. Okay. Rage? Teil, ne? Keine Ahnung, was Rage ist. Wutanfall, oder? Nee. Ja. Raserei. Wutanfall kriegt man nur als Drache. Hier ist die Weiterentwicklung von Kleinstein. Wie ist hässlich. Leo, was? Ich könnte mich an Kleinsteins vergreifen, ich bin schon Level 10 jetzt. Kanimani geht halt richtig an, ab. Ey. Gib halt an. Hier ist ein Lunastein, den kenne ich noch. Level 25 am Arsch. Ja, Level 25, ja, holt mich doch geflohen. Weg. Mein Pokémon heißt Maipenis. Maipenis, meine heißt Gandalf. Alter, 35er. Ja. Ah. Hier ist ein Trainer, Level 9. Nee, kein Bock wieder zurückzugehen. Greif mal jetzt dieses Pokémon an. Hier ist so ein Voltorb. Hier ist noch ein Aprikoko und weißer. Hier ist Pikachu. My penis. Alter, wie viele Pikachus hier sind. Man kann die Seite. Ich werde die ganze Zeit angegriffen. Hast du eigentlich letztes Mal sein Item zu verlieren? Ja. Wenn ich sterben. Man kann mit Carpados auch Essen farmen. Riechst Fisch. Toll, mein Pokémon ist tot.